Javi Martinez, David Alaba, Kingsley Coman und Co. Und dazwischen das ein oder andere noch unbekannte Gesicht. Wenn man in der ersten Phase der Vorbereitung einen Blick auf den Kader des Rekordmeisters wirft, dann fällt eines deutlich auf. Viele junge Spieler bereichern die Mannschaft von Trainer Niko Kovac. Joshua Zirkzee, Timothy Anderson, Oliver Batista Meier. Der Bayern-Nachwuchs hat aktuell Hochkonjunktur an der Säbener Straße. Aufgrund der Abwesenheit sämtlicher WM-Teilnehmer muss der neue Trainerstab bei Bayern München zurzeit vor allem die jungen Spieler kennenlernen. Und die Jungen sind hungrig und hochmotiviert. Ja, das sind talentierte junge Spieler, die sicherlich ihre Chance suchen, hier beim FC Bayern erfolgreich zu sein. Ich durfte ja als junger Trainer die zweite Mannschaft in Salzburg trainieren, habe dann eben auch gesehen, wie wichtig es ist, mit jungen Spielern auch zu sprechen, beziehungsweise wie schnell junge Spieler auch irgendwo etwas aufnehmen. Also die Entwicklung ist rasant. Ja, es kann innerhalb von einem halben Jahr schon so sein, dass sie einen richtigen Sprung machen. Gestandene Vollprofis wie Arjen Robben fordern die Jungs. Ziehen sie mit und bekommen die Leidenschaft der Nachwuchskicker jeden Tag hautnah mit. Ja, ich glaube, die bemühen sich alle und die machen sich sehr gut mit. Und es ist natürlich auch anstrengend. Man muss nicht vergessen, das sind teilweise 17-, 18-Jährige dabei. Und das ist eine große Umstellung. Das geht natürlich, wenn du bei den Profis kommst, geht alles viel schneller. Du musst im Kopf musst du schneller umdenken. Du musst physisch ist es natürlich mehr. Also es ist ein großer Schritt und da müssen die versuchen, anzuhaken. Es ist ein handfester Beweis für die sensationelle Nachwuchsarbeit des Rekordmeisters und die Philosophie, die der Verein in den nächsten Jahren vorgeben will, eigene Talente an den Profikader heranzuführen. Und eigene Talente gibt es jede Menge. Bis zu 12 junge Spieler von der U17 bis zu den Amateuren trainieren zurzeit bei den Profis des FC Bayern mit und versuchen so viel wie möglich mitzunehmen, Profiluft zu schnuppern. It was a good experience. Es war eine gute Erfahrung. Das sind alles Spieler der höchsten Qualität. Davon träumt man und es ist einfach toll, hier zu sein. Yeah, it's very nice to be here. Joshua Zirkzee ist einer von ihnen. Der Holländer hat sich vor allem seinen Landsmann Arjen Robben als Lehrmeister auserkoren. Für die Bayern-Talente ist es eine der größten Chancen und oftmals viel mehr als das. Ein Traum, der Wirklichkeit wird. Es fühlt sich immer noch ein bisschen seltsam an, weil ich früher zu ihm aufgeschaut habe. Er ist auf und neben dem Platz ein super Fußballspieler. Ich achte auf alles, was er macht, wie konzentriert er ist und wie hart er arbeitet. Für uns junge Spieler ist es nur gut, zu Spielern wie Robben oder Ribéry aufschauen zu können. Sie sind großartige Vorbilder. Ein weiteres Bayern-Talent kommt mit der Empfehlung von 29 Scorerpunkten in 35 Spielen für die U17 des deutschen Rekordmeisters. Wie alle jungen Spieler, die zurzeit unter Niko Kovac mittrainieren dürfen, genießt auch Jan Herrmann die Zeit bei den Profis, will aber vor allem auch etwas für die eigene Karriere, für den eigenen Weg nach oben mitnehmen. Bei denen kommt es schon echt auf die Kleinigkeiten an. So, wenn da der erste Kontakt nicht ganz sitzt, dann ist der Ball halt weg und es ist schon interessant zu sehen, wie schnell das da auch geht alles. Gibt mir natürlich Motivation, da mal hinzukommen, wenn ich so sehe, was hier alles gibt. Und das ist ja eine andere Welt hier. Eine Welt, in der sich die Jungs aber sichtlich wohlfühlen. Sie alle haben bereits in den Bayern Nachwuchsmannschaften unter Beweis gestellt, dass sie das Zeug zum potenziellen Profi haben. Auch er ist einer davon, Angelo Stiller. 17 Jahre alt, letztjähriger Kapitän der U17 des FC Bayern. Deutscher Vizemeister im letzten Jahr und jetzt in der Vorbereitung Teil des Profitrainings. Vom Fan zum Talent und jetzt zum Mitspieler. Da geht schon, wird schon ein Traum wahr. Man verfolgt die schon, seitdem man klein ist. Seitdem ich denken kann, bin ich ein Bayern-Fan. Ribéry war mein erstes Trikot. Und natürlich schon schön, mit ihm hier auf dem Platz zu stehen, mit allen. Gerade die Vorbereitung ist wohl die härteste Trainingszeit der gesamten Saison. Teilweise 2 Einheiten am Tag unter der strahlenden Sonne. Die Intensität ist hoch. Ja, das Tempo ist natürlich viel höher als in der U17 oder in der U19. Und ja, aber wenn man öfter dabei ist, passt man sich schnell dazu an. Und nach einer Zeit geht es dann. Immer wieder nehmen sich die Profis die jungen Spieler zur Brust, sprechen mit ihnen, geben ihnen Tipps oder scherzen auch einfach mal. Es ist diese ganz besondere Erfahrung, die für die Nachwuchskräfte Gold wert ist. Ja, natürlich, ich versuche immer helfen. Ne? Immer helfen, wenn geht. Ne? Wenn Junge manchmal sind ein bisschen nervös, ne? Das Trainieren mit dem Profi.
sind nicht gewohnt, in diesem Niveau zu trainieren und so. Ne? Ich glaube, das ist das gut. Wir geben oft jedem Trainer halt ein paar Tipps. Als junger Spieler bist du darauf angewiesen, dass du von den Trainern und älteren Spielern Ratschläge und Hinweise bekommst. Und das machen sie alle hier. Sie helfen dir im Training, das ist hervorragend. Alex Timosi Andersson ist schwedischer Jugendnationalspieler, kam am 1. Juli aus der schwedischen Profiliga nach München. Jetzt ist auch er Teil des bayerischen Profitrainings. Neben Andersson ist auch Wo Jong Jong einer der Spieler, die gerade zusätzlich zur Trainingsbelastung noch Deutsch lernen, auf und neben dem Platz also zu 100% gefordert sind. Wo Jong Jong kommt aus Südkorea, ist frische 18 Jahre alt und seit Anfang des Jahres beim FCB. Ich bin zufrieden und das gefällt mir in Deutschland, ist gut. Es gibt viele gute Gründe, die jungen Talente des FC Bayern mit den Profis mittrainieren zu lassen. Etwa um einen Überblick über das Leistungsniveau des Nachwuchses zu bekommen, die Jugendarbeit des FC Bayern zu stärken und auf die eigenen Kräfte zu setzen. Und für die jungen Talente ist es die ideale Gelegenheit, erste Profiluft zu schnuppern und so den nächsten Schritt in Richtung Fußballerkarriere zu nehmen.